Freunde, die meisten kennen mich ja schon. Wer mich noch nicht kennt, ich heiße Rainer Thiel. Ich stehe seit 3 Jahren am Fernsehturm. Dort haben wir mit der unabhängigen Montagsdemo begonnen. Und heute sind noch ein bisschen wenig Leute da, weil es regnet. Und unser Freund Hans Hase, den kennt ihr auch, der hat am vergangenen Sonntag, vorgestern, eure Laufdemo mit seinem Auto begleitet, mit seiner Technik und mit 3 Mikrofonen, die er ständig mit sich führt. So, der ist vorhin in einen Unfall verwickelt worden. Sein Auto ist nicht beschädigt, aber es ist eingeklemmt zwischen kaputten Autos. Ich hoffe, dass er 20 Uhr hier sein wird. So, und nun zur Hauptsache. Eben habe ich einen kleinen Flyer bekommen. Mit meinen schlechten Augen sehe ich das Wort Revolution. Aber es freut mich, dass das Wort Revolution mal wieder gebraucht wird. Ja, ja, ja. Revolution! 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 Mein jüngstes Buch heißt Neugier, Liebe, Revolution. Warum dieser Titel? Die Kinder werden mit Neugier geboren, aber die meisten Eltern rauben ihnen die Neugier noch bevor sie in die Schule kommen. Ich hatte Glück mit meinen Eltern, die haben mir die Neugier nicht geraubt. Und die habe ich bis heute. Das Zweite, Liebe. Warum Liebe im Titel? Die Menschen werden mit Fähigkeit zur Liebe geboren, aber ihnen wird die Liebe kaputt gemacht. Entweder durch Armut oder durch grenzenloses Streben nach Reichtum, nach kapitalistischem Reichtum. So, auch davor haben mich meine Eltern bewahrt. Ich habe die Fähigkeit zur Liebe bewahren können. Und daraus ergibt sich zwangsläufig Revolution. Und da gibt es noch ein zweites Wort, das lange Zeit nicht ausgesprochen wird, weil die Leute dachten, um Gottes Willen, das haben ja die Roten schon mal früher im Munde geführt. Und dieses Wort heißt Kapitalismus. Lange Zeit haben unsere Mitbürger sich gefürchtet, dieses Wort in den Mund zu nehmen, weil sie gedacht haben, sie werden dann als Rote oder Kommunisten oder so verteufelt. Aber ich merke, dass das Wort Kapitalismus immer häufiger ausgesprochen wird, weil es darum geht, den Kapitalismus zu überwinden. Denn der Kapitalismus ist es, aus dem immer wieder Kriege hervorbrechen. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, jetzt die Rückzug. Die Bürgerkriege in aller Welt. Deswegen, alleine schon deswegen, muss der Kapitalismus überwunden werden. Und auch damit die Armut in der Welt überwunden wird. Ich denke mal, die jungen Leute, die heute bei ISIS diesen Terror machen, unter Vorzeichen des unrechtlichen Vorzeichen und Zeichen des Islam, das sind auch großteils junge Leute, die aus aller ernsten Verhältnissen stammen, die Wut im Bauch haben und die enttäuscht sind von der sogenannten westlichen Kultur und Demokratie, die ihnen in ihren Heimatländern aufgezwungen worden ist. Und dann kommt noch ein bisschen jungmännliche Abenteuerlust dazu und schon sind die Terroristen da. Vor denen wir uns bewahren müssen, völlig klar. Aber nicht in erster Linie mit Waffen, die wir da irgendwo nach dem Irak schicken, sondern dadurch, dass wir den betroffenen Menschen, den Jesiden und den Kurden helfen mit Lebensunterstützung, mit Diplomatie, mit Politik und vor allen Dingen dadurch, dass wir die kapitalistischen Verhältnisse in der ganzen Welt überwinden. Und jawohl, und deswegen, ich kann es mal schlecht lesen, am 3. Oktober, am Reichstag, ja, ich müsste erst mal die Brille aufsetzen. Starten wir eine Revolution. 15 Uhr. 15 Uhr am Reichstag.
Und dann werden wir mal Bezug darauf nehmen, dass an diesem Gebäude das schöne Wort steht, dem deutschen Volke. Da werden wir erst einmal lachen. Und dann werden wir sagen, jawohl, dieser Reichstag muss dem deutschen Volke gehören. Und deswegen sind wir dafür, die Parteien abzuschaffen. Ja. Revolution. 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 Und dann müssen wir unser Zusammenleben regeln. Da muss auch zur Bildung eines Volkskongresses kommen. Und ich kann mir schon vorstellen, welche Netze von Bürgern in dem Volkskongress vertreten sind. Dazu gehören solche Netze, wie wir sie hier bilden. Da gehört Greenpeace dazu, UMUD gehört dazu, Amnesty International gehört dazu und viele, viele andere auch. Ich bin auch Mitbegründer eines kleinen Vereins in Göttingen, der heißt Initiative für eine neue Welt, eine humane Welt. Und obwohl dieser Verein noch wenig Mitglieder hat, Ehrenpräsident dieses kleinen Vereins ist der Konstantin Decker geworden, der euch ja allen bekannt ist. Also auch ein kleiner Verein mit Konstantin Decker als Sprecher. Wer soll dann in diesem Volkskongress vertreten sein? Und was muss dann geschehen? Wir müssen uns dann verständigen, welche der jetzigen Gesetze liquidiert werden und welche Gesetze weiter bestehen. Also zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung. Wir müssen ja unsere eigenen Angelegenheiten regeln und ein paar andere Gesetze auch. Vielleicht auch das Gesetz über die Erbschaft, kleine Erbschaften, die bleiben steuerfrei. Nur die großen Erbschaften, die werden besteuert. Und darüber muss dann in diesem Volkskongress gesprochen werden, dann wird abgestimmt. Und jedes Jahr ein- bis zweimal gibt es eine Volksabstimmung. Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, da steht ja auch so eine Art Witz. Da heißt es in Artikel 20, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Ahaha, hurra, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und schon in der Weimarer Republik, da stand das auch in der Verfassung, und da haben dann die Linken gesagt, ja, die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und wo geht sie hin? Wo geht denn die Staatsgewalt hin? Wo ist sie hingegangen? Zu den Parteien. Und die Parteien, die wollen nichts anderes, als auf ihren Parlamentssitzen zu hocken. Das ist alles. Also deswegen habe ich auch einen Flyer mit. Einige haben den schon. Da steht drin, die Parteien sind in den Ruhestand zu schicken.